Moin, liebe Topfamilie und liebe Fußballfreunde draußen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zur dritten Runde im 16. Finale zu. Wer ist der beste Fußballer auf der Rechtsverteidigerposition? Wir sind mit dem 16. Finale fast durch. Wir haben jetzt noch dieses und noch das nächste Video. Dann steht auch schon das Achtelfinale fest und wir konnten schon einige, sag ich mal, aussortieren. Klar, eigentlich sind hier nur gute dabei. Aber wir müssen eben gucken, wer ist wirklich von der Prime aktuell und von allem aus gesehen der beste Rechtsverteidiger. Ich bin sehr, sehr gespannt natürlich, wer auch in jeder Runde weiterkommt. Auch heute haben wir wieder sehr viele interessante Namen. Und wir haben ein ehemaliges Duell, ein ehemaliges, sage ich mal, Eredivis-Duell. Dazu im zweiten Duell mehr. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video und dieses Format weiterhin gefällt. Ich bin auch wie immer sehr auf eure Meinung gespannt und deswegen würde ich sagen, starten wir rein mit dem ersten Duell, wo es nicht echt unterschiedlicher sein kann. Dani Carvajal gegen Léo Dubois. Ja, die meisten kennen vielleicht gar nicht mehr so richtig Léo Dubois. Ich kenne ihn gerade dadurch, wie ihr auch auf dem Bild seht, durch seine Zeit bei Olympique Lyon. Mit Lyon hat er in der Champions League gespielt. Aktuell spielt er jetzt bei Galatasaray Istanbul. Ist auch schon letzte Saison hingewechselt. Hat aber für Lyon gespielt und auch eben für den FC Nantes. Hat insgesamt 4 Jahre in Lyon gespielt. Was natürlich sehr, sehr stark ist. Und wie gesagt, mit der Champions League. Und hat die Nations League gewonnen. Da war er nämlich dann bei Frankreich, da wurde er nominiert und hat die 2021 gewonnen. Das ist leider sein einziger Titel, der hier drin steht, von Dubois. Ein Rechtsverteidiger, finde ich, der von der Physis stark war, von der Zweikampfquote aber irgendwie nicht immer so, wenn ich ehrlich bin. Da hatte er nicht immer so viele gute Momente, aber er war auf jeden Fall schnell, blieb immer an seinen Gegnern dran, wenn auch mit sehr, sehr vielen Karten, die er bekommen hat. Ja, auf der anderen Seite, Dani Carvajal, 31 Jahre alt, in Leganés geboren. Hat einen Marktwert von 15 Millionen. Hatte aber mal einen, wir können mal kurz gucken. Hatte der nicht mal einen von 40 oder 50? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, was sein höchster Marktwert war. Gucken wir mal. Sein höchster Marktwert war 60 Millionen in der Saison 2017, 18, 18, 19. Ja, seine Karriere begann bei Real Madrid Castilla. Wechselte dann tatsächlich zu Leverkusen in der Saison 2011-12, wo er dann da auch eben, nee, zur Saison 12-13, so, unterschrieb einen 5-Jahres-Vertrag. Bis 2015 hat Real Madrid eine Rückkaufoption mit da eingebaut auch. Und ja, und dann hat man die Rückkaufoption auch gezogen und er kehrte nach Real Madrid zurück, wo er bis heute auch spielt. Die letzten, würde ich sagen, 2, 3 Jahre waren jetzt nicht so stark, aber gerade zum Zeitpunkt, und das war ja, würde ich sagen, eigentlich ja bei fast jedem Real Madrid-Spieler, war seine Prime natürlich eben zu dieser Zeit, wo man dreimal die Champions League gewonnen hat, wo er wirklich sehr, sehr viele Vorlagen, sehr, sehr viele Tore auch gemacht hat. Das heißt, relativ viele Tore. 225 Spiele, 23 Spiele hat er bislang jetzt für Real Madrid bestritten und hat 5 Tore erzielt. Für Leverkusen gerade mal nur 32 Spiele, ein Tor gemacht und bei Real Madrid Castilla 68 Spiele und 3 Tore gemacht. Ein unfassbar starker Rechtsverteidiger, der mit der U21 und mit der U19 von Spanien Europameister wurde, 11 und 13. Außerdem, ja, mit Real Madrid. Er wurde dreimal spanischer Meister, zweimal Pokalsieger, dreimal Supercup-Sieger, Juniorenmeister auch noch, 2010. Fünfmal die Champions League gewonnen, 14, 16, 17, 18 und 22. Die Club-Weltmeisterschaft auch 5-mal gewonnen und 4-mal den UEFA Supercup. Also ich denke, das ist hier schon eine einseitige Begegnung.
Aber Carvajal ist wirklich ein unfassbar starker Spieler, der jetzt so die letzten 2 Jahre so ein bisschen auch, finde ich, abgebaut hat. Hat ja, glaube ich, auch nochmal seinen Vertrag verlängert, ich glaube bis 25. Aber auf jeden Fall gewinnt dieses Duell hier das erste Daniel Carvajal, mein Namensvetter also. Kommen wir zum nächsten Duell und da sprechen wir über folgende Spieler. Zack. Und da haben wir dieses ehemalige interne Duell. Denzel Dumfries und Nusair Masraoui. Ja, mittlerweile tragen beide ein anderes Trikot. Dumfries spielt bei Inter, ist 27 Jahre alt und Masraoui spielt bei Bayern. Warum intern? Dumfries hat ehemals für PSV Eindhoven gespielt. Auch sehr, sehr lange, mit die längste Zeit mit Sparta Rotterdam. Da begann seine Karriere, ehe er dann zum SC Heerenveen ging und dann von 2018 bis 2021 bei Eindhoven gespielt hat und jetzt eben seit 2021 für Inter. Und Masraoui, 25 Jahre alt, Marktwert von 28 Millionen. Ja, Karriere begann bei Ajax, hat dort von 2016 bis Anfang dieser Saison gespielt. Und wechselte dann zu Bayern. Ja, wie gesagt, unterschiedlicher können die nicht sein, weil ich finde, was heißt unterschiedlicher? Nee, eigentlich sind die gar nicht so verschieden. Beide eigentlich sehr offensiv ausgeprägt, finde ich. Masraoui sehr, sehr viele, finde ich, Offensivläufer hat er gerade bei Ajax bestritten. War ja auch so gerade so seine Prime, würde ich schon sagen. Er hat sehr, sehr viele gute Spiele dort bestritten, ist Marokkaner, hat ja mit Marokko ja auch den vierten Platz belegt, ja, bei der WM, was finde ich unfassbar stark war. Ja, ansonsten zu Masraoui noch. Ich finde, bei Ajax war er mit einer der Hauptbeteiligten, weswegen auch natürlich Ajax bis ins Halbfinale gekommen ist in der Saison 17-18 müsste das ja gewesen sein. Er war wirklich sehr, sehr stark. In seiner ersten Saison weiß ich aber noch, und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. In seiner ersten Saison, wo er für Ajax gespielt hat, wurde er Vizemeister mit Ajax hinter Eindhoven. Ja, und dieser besagte PSV Eindhoven hatte eben zu diesem Zeitpunkt Denzel Dumfries. Der war sehr, sehr stark, finde ich, bei Eindhoven. Bei Inter musste er sich erst reinfinden und ich finde, in dieser Saison ist er auf jeden Fall deutlich stärker. Ja. Ich finde, er hat sich gesteigert auf jeden Fall. Spielt ja auch für die niederländische Nationalmannschaft. Und beide sind offensiv ausgeprägt. Und das ist jetzt gerade dieses Problem. Beide sind auf ihre Weise sehr stark. Und ich finde Argumente für beide. Ich finde aber auch Gegenargumente für beide, weil eben, finde ich, beide ein gewisses Defizit haben. Und ich finde, das ist ganz klar die Schnelligkeit. Beide sind jetzt nicht so unfassbar schnell. Beide gewinnen gut Zweikämpfe, binden sich ins Spiel mit ein, gestalten die Spiele von hinten nach vorne. Aber das ist so gerade dieses Problem. Dumfries, wie gesagt, mit Eindhoven wurde er nicht Meister, aber jedenfalls hat er mit Inter jetzt die Coppa Italia und Supercoppa gewonnen. Boah. Ah, ja. Das ist so schwer. Ich glaube, ich bin jetzt mal ehrlich, ich glaube, Masraoui hat da mehr geleistet, hat auf jeden Fall von der Spielgestaltung und so her vielleicht besser gespielt, ein paar Jahre mehr. Das ist so ein bisschen dabei, Dumfries, dass das so ein bisschen raushaut, so die Anfangszeit auch bei Inter. Und ich glaube, deswegen würde ich mich hier knapp zu, ich sag jetzt mal, 52 zu 48 für Masraoui jetzt hier entscheiden. Kommen wir zum nächsten Duell. Das da heißt,
Achraf Hakimi gegen Diogo Dalot. Hakimi. Ja, Hakimis Karriere begann auch bei Real Madrid Castilla. Hat dann für Real Madrid gespielt, ehe man ihn an Dortmund ausgeliehen hat. Und da war er unfassbar stark. Er war sehr maßgeblich daran beteiligt. Wurde er nicht zu diesem Zeitpunkt auch mit den Pokalsieger? Da müsste ich jetzt mal hier ganz kurz gucken. Von den Titeln her, weil ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Pokalerfolge, DFB-Pokalsieger 2017 war das unter Tuchel. Hat Hakimi da dann gespielt im Finale oder nicht? Nee, der war da noch nicht. Das war dann eine Saison später. Eine sehr interessante Statistik hier nochmal. Nee, jedenfalls aber bei Dortmund finde ich, war er unfassbar stark. Hat wirklich sehr viele Offensivläufe gehabt. Also der war wirklich, ist ein sehr offensiv ausgeprägter Rechtsverteidiger, Hakimi. Von Dortmund dann nach der Leihe wechselte er dann fest zu Inter. Und dann eben für, boah, wie viel war das jetzt nochmal? Bist du doch hier irgendwo stehen. Auf jeden Fall wechselt er dann für eine hohe Ablöse zu Paris Saint-Germain. Ich finde ihn jetzt in dieser Saison nicht herausragend und ich will jetzt keine Behauptung aufstellen, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, dass Spieler bei Paris irgendwie ein bisschen schlechter werden und nicht unbedingt stärker. Also ich sag mal, viele, ich sage jetzt nicht alle, dann nehme ich jetzt mal so ein bisschen natürlich Mbappé raus, weil Mbappé sticht natürlich sehr hervor. Aber ich meine, Spieler, die dann irgendwie so zu einem guten Zeitpunkt eigentlich wechseln, dann zu PSG, finde ich, hat so ein bisschen eben rausgehauen. Dortmund hätte ja auch damals, glaube ich, ja gerne noch eine Leihe gehabt, ja, von Hakimi, aber dann wechselte er zu Inter. Seine beste Zeit hatte er, so finde ich, bei Dortmund Schrägstrich Inter. Auch bei Inter, finde ich, hat er dann zu diesem Zeitpunkt, als er gewechselt ist, sehr stark gespielt. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir einen Diogo Dalot. Ich finde, den kann man jetzt so ein bisschen hier vergleichen wie mit, bei wem war das nochmal? So ein bisschen wie mit Hector Bellerin. Denn Dalot, sehr, sehr jung, der ist gerade mal erst 24. Wird erst nächstes Jahr 25, von daher, der ist gerade mal erst 24. Und besser kann eine Karriere nicht starten. Bei FC Porto B in der zweiten Mannschaft von Porto hat er gestartet. Dann eben wechselte er, hat er für Porto gespielt, aber auch nur 6 Spiele. Und dann wechselte er zu Manchester United. In einer Höhe von 22 Millionen Pfund wechselte er in der Saison 18-19. Hatte dann nochmal zwischenzeitlich eine Leihe 2021 nach Milan, wo er, finde ich, so ein bisschen wieder auch was hervorgeholt hat von dem, was ihn vielleicht so ein bisschen auszeichnet. Aber das war's. Er hatte jetzt nie diesen großen, sag ich mal, diesen großen Durchstart. Ja, jetzt bei Menu und gerade jetzt unter Ten Hag hat er viele Einsätze bekommen. Macht, finde ich, aber natürlich sehr, sehr viele Fehler. Gerade im Passspiel finde ich ihn jetzt nicht so stark. Zweikampfmäßig kann man so ein bisschen drüber streiten, ist so ein bisschen durchwachsen, kann besser werden, aber Hakimi ist ja der deutlich bessere Rechtsverteidiger von der Prime und auch so ein bisschen aktuell gesehen. Dalot kam nie irgendwie an ein gewisses Zenit, an ein Limit, wo man sagen kann, boah, ist das stark. Und deswegen geht dieses Duell, finde ich, ganz, ganz klar. Ich würde schon sagen, zu 99%, ich würde schon sagen, fast das Deutliche mit, geht das hier an Hakimi. Und dann kommen wir zum letzten Duell in diesem Video und sprechen über Ricardo Pereira von Leicester City gegen Reece James vom FC Chelsea. Ricardo Pereira, 29 Jahre alt, hat einen Marktwert von 12 Millionen. Ja, seine Karriere begann also begann richtig bei, gibt es hier nichts falsch, genau, begann bei Victoria Guimarães. Wechselte dann zum FC Porto,
Hat dort 46 Spiele bestritten, 4 Tore. Darüber hinaus eine zweijährige Leihe zum OGC Nizza. Und wechselte dann in der Saison 2017, nee, in der Saison 18-19, am Anfang der Saison, dann zu Leicester, wo er bislang auch immer noch gespielt hat. 92 Spiele, 6 Tore. Und ich würde schon sagen, dass er auf jeden Fall gerade von der Zweikampfquote schon stark ist, auch von der Robustheit. Geschwindigkeit, Physis, muss man da echt ausklammern. Das ist halt jetzt nicht gerade so das Berauschende. Auf der anderen Seite haben wir einen Reece James. Er ist 23 Jahre jung, ein Marktwert von 70 Millionen, mit der teuerste Rechtsverteidiger und ja, bislang nur für Chelsea gespielt. Hatte zwischenzeitlich zwar eine Leihe nach Wigan, aber seit 2016 von der U23 bis jetzt durchgängig für Chelsea gespielt. Ich finde, er zeichnet sich dadurch aus, gerade dass er auch eben ein offensiver Außenverteidiger ist. Er ist unfassbar schnell, gute viele Vorlagen und ich finde vor allem, finde ich, dass seine Flanken mit die besten sind. Also ich glaube, wir hatten jetzt keinen Rechtsverteidiger, wo ich das bislang so auch, so sag ich mal, auch so betont habe, aber ich finde die Flanken von Reece James unfassbar stark. Herrera, ja, gute Momente bei jedem Verein gehabt, sei es in Nizza, wo er auch für dich stark gespielt hat, aber Reece James ist da für mich mit seinem jungen Alter tatsächlich sehr, sehr stark. Jetzt in dieser Saison natürlich ein bisschen, ja, schwach halt eben, aber auf jeden Fall ist hier Reece James der bessere Rechtsverteidiger. Meine Lieben, das waren hier die nächsten Duelle. Das nächste Mal gehen wir auf die letzten Duelle ein vom Sechzehntelfinale. Dann geht es auch schon über das Achtelfinale. Von daher, schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, um zu gucken, wie ihr euch dann auch entscheiden würdet. Deswegen schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Hättet ihr euch genauso entschieden? Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu diesem Format. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, Anpfiff-Tor, ciao, liebe Top-Familien-Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.